Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video von mir, ja, hier bei Frank Linke Kochen und Backen. Ich zeige euch heute mal einen ganz schnellen Blumenkohlsalat und zwar ist mir der spontan eingefallen und habe mir gedacht, Mensch, lass noch mal die Kamera mitlaufen und zeig mal, wie ich den schnellen Blumenkohlsalat mache. Ja, auch ganz simpel heute, ganz wenig Zutaten. Thermomix wird heute eingesetzt zum Dampfgaren. Zutaten stehen, wie gesagt, wieder parat und ich zeige euch die einfach jetzt mal. So, ihr braucht natürlich als erstes einen Blumenkohl, den habe ich hier schon in so kleine Röschen geteilt, also wirklich so relativ klein. Dann braucht ihr eine kleine Zwiebel, einen Bund Schnittlauch, den habe ich jetzt schon in Ringe geschnitten, also ganz, ja, muss jetzt nicht ganz so fein sein. Dann braucht ihr fürs Dressing Öl, Salz, Pfeffer, Zitronensaft, etwas Senf und zum Abrunden für die Süße ein bisschen Agavendicksaft. Ja, das war's auch schon. Dann zeige ich euch mal ganz kurz. Der Blumenkohl wird jetzt im Thermomix Dampf gegart und dann kühlt er ab. Und dann geht's, wie gesagt, weiter. Ich habe jetzt hier 600 ml Wasser. Die gebe ich jetzt hier in den Mixtopf rein. Und dann kommt der Deckel drauf. Hier. Zack. Der Varoma wird aufgesetzt, da ist der, wie gesagt, der Blumenkohl schon drin. Der Deckel kommt drauf. Jetzt habe ich hier rumgeschlabbert. Einmal kurz wegputzen. So. Jetzt wird eingestellt 25 Minuten. So. Varoma Stufe 1. So. Nach den 25 Minuten kühlt der Blumenkohl etwas ab und danach machen wir das Dressing. So, ich habe jetzt doch die Zeit 5 Minuten reduziert, das heißt 20 Minuten war der Blumenkohl jetzt drin. Das reicht auch völlig, weil der ist jetzt nicht ganz weich und auch nicht ganz so hart. Genau richtig für den Salat. Den lasse ich jetzt abkühlen und dann kümmern wir uns jetzt einmal ums Dressing. Zwiebel, Mixtopf. 5 Sekunden Stufe 5, wo ist der Messbecher hier? Müssen wir nochmal einmal runtergehen. 5 Sekunden Temperatur nehmen wir runter. Stufe 5. Ja, reicht auch total. Schiebe ich ein bisschen runter. So, und dann geben wir das Öl und alles rein. Jetzt muss ich mal gucken, wie viel. Ich gucke mal einmal nach Augenmaß. Dann sage ich euch gleich, wie viel das war. Gramm Öl. Und Zitronensaft nehmen wir, das könnt ihr auch nach Geschmack machen, also ich mache das jetzt mal so, Waage, dann nehmen wir mal, ja, 30 Gramm würde ich mal sagen, ja, Agavendicksaft, das könnt ihr natürlich machen, wie ihr wollt mit der Süße, abschmecken geht es immer noch. So, Salz würde ich auch nach Gefühl machen, Pfeffer. Das Ganze verrühren wir jetzt einfach. Ach, Senf. Senf kommt auch noch rein. Da nehmen wir mal, was nehmen wir an Senf? Mal schauen. 10 Gramm. 10 Gramm Senf. Schreibe ich euch dann nochmal ins Rezept rein. Ne? Alles klar. So. Zu. Und einfach jetzt nochmal kurz auf Stufe 1 oder 2 verrühren. 2. Dann machen wir mal 3. Ja, so ein bisschen vermischen. Einfach. Das war's. Jetzt geben wir den Schnittlauch dazu.
und auch einmal kurz vermischen. Das war's schon. Das Ganze drehen wir jetzt einmal über den Blumenkohl und vermengen das. So, das Dressing rühre ich jetzt einfach hier über den Salat bzw. über den Blumenkohl, das ist ja noch kein fertiger Salat, ein bisschen auskratzen. Hätte ich auch eine größere Schüssel nehmen können, sehe ich gerade, aber ich hoffe, es geht auch so. Ja, und das wird jetzt einfach hier vermengt. Man sehen kann, schön vermengen. Und das zieht dann jetzt einfach schön durch, kühlt ab. Ja, das kann man dann halt super essen zu gebratenem Fleisch, würde ich sagen. Weil das einfach ganz gut passt. Auch zu Grillfleisch passt das sehr gut. Zu einer Bratwurst. Also einfach mal was anderes als die Salate, die man sonst immer macht. Vielleicht mal für den einen oder anderen eine Inspiration, nicht immer die ähnlichen Salate zu machen. Ich bin auch so ein Kandidat, also ich gehe immer so den einfachen Weg und nehme aber halt die Salate, die ich kenne. Aber das ist nämlich jetzt, was ich, hier ist alles daneben gegangen, ist auch mal wieder typisch live, ne, würde ich sagen. Ich wusste es, dass die Schüssel zu klein war. Aber egal. Ja, schaut mal, so sieht das jetzt aus. Schaut jetzt nicht dahin, sondern schaut auf den Salat. Und wenn der gleich abgekühlt ist, machen wir dann halt die Geschmacksprobe. Bis gleich. Wir machen jetzt einmal die Geschmacksprobe von dem Blumenkohlsalat. So schaut es aus. Ich habe mir ein bisschen was auf den Teller getan. Abgekühlt ist er jetzt, durchgezogen ist er natürlich auch. Das Dressing könnt ihr natürlich nach Geschmack machen, wie ihr möchtet, ob ihr es mehr süßer haben möchtet, mehr zitroniger, mehr salziger, mehr pfeffriger, das bleibt euch natürlich überlassen. Also das ist jetzt so nach meinem Geschmack. Ich habe ein ganz, ganz klein bisschen mehr Agavensicksaft reingetan gerade, noch in dem Salat, bevor er im Kühlschrank kam. Ja, wir machen jetzt mal die Probe. Also ich meine, ich kenne ihn ja. So. Also, das ist echt mal was anderes, muss ich sagen, Leute. Der ist auch gar nicht so weich. Der ist noch ein bisschen, hat der Biss. Richtig lecker. Also klar, wer Blumenkohl natürlich nicht mag, für den wird der Geschmack auch nicht sein. Aber ich finde, der hat nichts Schweres oder Sonstiges. Ist richtig mal richtig lecker. Also, ich esse den wirklich sehr, sehr gerne. Ihr könnt den natürlich auch, das ist das Gute daran, dass der ja nicht weicher wird. Ihr könnt den natürlich auch einen Tag vorher zubereiten und einfach über Nacht im Kühlschrank lassen. Und wenn ihr Besuch bekommt oder ihr möchtet grillen, einfach eine Stunde vorher rausholen. Ist der noch besser, Leute, kann ich euch sagen. Gut, heute mal ein kurzes Video von mir. Ich finde, muss aber auch mal sein. Wenn euch meine Videos gefallen, Daumen einfach hoch machen, meinen Kanal abonnieren. Ja. Und dann würde ich sagen, das Rezept von dem Blumenkohlsalat, wenn ihr das möchtet, poste ich dann ganz am Ende des Videos nochmal und auch die Zubereitung. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Bis bald.